Ja. Und was haben wir? Also heute haben wir ja auch wieder eine sehr schräge Kombination, wenn ich mir das so genau anschaue. Wir haben hier so ein, was ist das? Ein Wurst? Ein Knacker. Ein Knacker? Also ein Knacker. Also ein alter Knacker. Das ist der alte Knacker und das ist der junge Knacker. Blödes Ding. Das ist eine Gurke. Geht ja gut los. Das ist eine grüne Papaya. Ja, aber das musstest du doch wissen. Das ist ja genau deine Küche. Also, ich muss jetzt erklären. Gell? Also, ich wollte immer schon einen Wurstsalat machen. Also, Wurstsalat stand ja auf der Liste ganz weit oben. Jetzt war das so, dass ich gestern nach der Rinderroulade ab und an mal einen Kommentar gelesen habe und ich mich so wundervoll unterhalten habe dabei zu sehen, wie unterschiedlich Menschen sind. Also ich habe jetzt nicht die absolut klassische Rinderroulade gemacht, deshalb, es gab Menschen, die gesagt haben, boah, geil, was Neues, super, toll, die haben das Endprodukt gesehen und haben gesehen, oh, das ist eine geile Roulade gewesen. Ja. Und dann gab es halt die, ich würde sie nennen, die Rinderrouladen-Scheriffe, die kulinarisch eingeschränkten Menschen, die mehr an der Tradition festhalten, die gesagt haben, was machst du denn da? Eine Rinderroulade gehört mit Essiggurken und mit Zwiebeln und mit Speck gefüllt und mit Rotwein und nichts anderes und kann ich nicht mir anschauen. Und genau die Eingeschränkten haben mich dazu motiviert, heute einen Wurstsalat machen, aber einen thailändischen Wurstsalat. Ja. So. Weil ich und alle, die das nicht sehen können, die können ja einfach wegschalten. Ich verstehe immer nicht, warum irgendwelche Leute negativ kommentieren müssen, anstatt einfach wegzuschalten. Wir zwingen ja hier niemanden, dass sie das so ist ja wurscht, anschauen. Weil sie, weil sie negativ sind. Ja, und ja? Negativ ist immer nicht so gut. Ja. Aber deshalb, es sind ja auch Inspirationen, es sind andere Menschen, es ist auch alles gut. Ja? Es gibt kein richtig und kein falsch. Man muss das ja auch nicht so nachmachen. Nein, nein. Das war ja nur für dich so. Ja, genau. Es ist ja unsere... unser Essen. Genau. Deshalb bedanke ich mich trotzdem recht herzlich bei denen Menschen, die... Die dich zum thailändischen Wurstsalat inspiriert haben. Also ich bedanke mich bei den Rinderrouladen-Scheriffen, ja, weil die haben mich inspiriert für einen thailändischen Wurstsalat. Vielen Dank. Macht's weiter so, weil ihr seid meine Inspirationsquelle. Thailändischen Wurstsalat. Wo kriegt man denn die grüne Papaya her? Weil die gibt es ja selten. Gibt es die nur im Asia-Shop? Die gibt es beim grünen Papaya-Fachhandel. Ah ja. In dem Fall bei meinem Gemüsehändler. Ach wirklich, der grüne Papaya-Kaffee? Ja. Der ist und die, gut sortiert. Ja, und die war ein bisschen angeschlagen. Die wollte eigentlich schon beiseite legen. Da habe ich gesagt, nee, die nehme ich mit und werde irgendwie ein Gericht draus machen. Wenn sie, also beim Asiaten bekommt man sie allemal. Müssen wir ja wissen, dass die so ausschaut, weil sonst geht man davon aus, dass das irgendwie so ein vergrößerte Gurke ist. Ja, also schmecken tut sie ja so, ja, Kohlrabi-Gurken-Gemisch würde ich sagen. Darf ich probieren mal? Oder? Kohlrabi-Gurke und Melone, die noch nicht schmeckt. Und scharf ist, was ist, wieso ist die scharf? Ich habe die Chili davor gereinigt, ja, und deshalb ist diese Schärfe jetzt auf der Papaya. Aber die Papaya an sich ist nicht scharf. Die schneiden wir jetzt. Wolltest du die Papaya nicht mit der Aufschneidmaschine schneiden? Ja, doch, aber da kann ich ja nicht zeigen, wie talentiert ich so schneidetechnisch bin. Oh, die ist aber schon scharf, gell? Ja, die ist aber nur scharf wegen der Chili, die ich davor angelangt habe. Ja, sehr froh, dass ich jetzt die Papaya angelangt habe mit meinen Fingern, ja, und nicht in deine Augen gefahren bin. Das ist nett von dir. Sehr zuvorkommend. Nein, ich schneide es mit der Hand, ja, weil ich das zeigen will, dass es mit der Hand auch geht, ja, weil es hat ja nicht jeder Mensch eine Aufschneidmaschine zu Hause. Nee, ist nicht jeder ein Aufschneider. Und
Also grüne Papaya, Gurke. Hast du das überhaupt checkt, den Witz? Bitte? Ich hätte gerade einen Witz gemacht. Das mit dem Aufschneider? Ja, das fand ich sehr lustig. Ja, ich auch. Nicht so wirklich. Ich brauche nur ein bisschen länger. So. Noch zu früh, gell? Jetzt schneiden wir die in schönen Julien. Unsere Katze hat wieder eine... Julien sind feine, längliche, dünne... Streifen. Schneidewerke. Oder? Streifen. Streifen. Ja. Wunderschön. Gut, halbe Stunde später ist er immer noch am Julien schneiden. Warum heißen die Julien? Boah, da ist muss irgendwie der Name von einer französischen netten schmalen dünnen Lady gewesen, die. Sei die Leiter mein Handy, dann kannst du auf Wikipedia nachschauen. Das ist so diese Fachsprache, die du als Kochlehrling beherrschen musst. Mhm, und das nie jemand mal fragt, warum eigentlich irgendwas so ist, wie es ist. Ja. Mhm. Und dass dann die Prüfung bestehst. Aber jetzt haben wir die Essiggurken bei der Rinderroulade schon nicht reingetan. Jetzt tun wir sie beim Wurstsalat auch nicht rein. Ich glaube, wir werden wieder so einen Shitstorm bekommen, ja, von ein paar. Das macht ja nichts. Von dem Wurstsalat-Sheriffen. Julienne ist der Fachbegriff für eine beim Kochen verwendete Schneideart von Gemüse, bei der das Gemüse in streichholzartige quadratische Stifte geschnitten wird. Bla bla bla. Die erste bekannte Verwendung dieser Bezeichnung findet in Französisch. Ah ja, okay. Die Herkunft des Wortes ist jedoch unbekannt. Es könnte sich vom französischen Vornamen Julien herleiten. Ach nee. Soweit waren wir ja auch schon. Ich glaube, der Herr Schubeck hätte es gewusst. Stimmt, ja. Der hätte auch gewusst, dass das vielleicht dann für die Verdauung gut ist. Aber ich glaube nicht, dass der Herr Schubeck einen thailändischen Wurstsalat machen würde. Ich glaube, du schockst ihn. So, jetzt bin ich dann... Obwohl der sicher offen ist. Ja, definitiv. Nein, das muss man sagen. Das ist ein sehr cooler, genialer, tüchtiger Kollege. So, jetzt habe ich gezeigt, dass ich es kann, oder? Ja, jetzt reicht es dann auch. Ja. Ist ein bisschen langweilig, da deine Schlieren. Jetzt kommt der Knacker. Knacker. Ja, so heißt er. Schon, oder? Ja. Heißt es immer und überall Knacker? Weiß ich nicht. Ich habe den Metzger gefragt, wie er das bezeichnen würde. Dann sagt er gesagt Knacker. Und Liona. Was ist denn eine Liona? Eine Liona ist also ist, glaube ich, dasselbe. Ja, das sieht auch also von der Feinheit, ja. Ja, eben. Hey, da gibt es ja auch wieder. Nee, das ist ja auch die Frankfurter, ich glaub, dass die Würstchen heißen ja in Österreich Frankfurter, aber in Frankfurt heißt es Wiener. Ja. Oder überhaupt in Deutschland. Genau, und in Südtirol heißt es Merana. Wirklich? Mhm. Nein. In Südtirol sind, sagst du, da bleiben sie, Südtiroler, weißt du? Wirklich? Ja, wirklich. Also es gibt keinen Grund, dich jetzt mit sowas zu belegen. Schau ich mal wieder Wikipedia. Ich mache mir jetzt hier eine Online-Schaltung immer zu Wikipedia. Wie heißen die Frankfurter? Aber ich glaube, dass eine Liona vielleicht jetzt nicht eine, vielleicht eine andere Form hätte. Dass das, was drinnen ist, dasselbe bleibt. Aber also die Masse dasselbe und die Form anders, keine Ahnung.
Schaust du jetzt wirklich über Meraner nach, oder? Nein, ich habe reingeschrieben, wie heißen die Wiener Würstel in Südtirol? Und dann kommen da nur irgendwelche. Ah ja, schau, da gibt es so einen Südtiroler Online-Shop. Die kauft Meraner, oder? Da heißen es auch Wiener Würstel, du Quatsch, die. Das ist sicher kein traditioneller Südtiroler Online-Shop. Der doch. Ist wahrscheinlich in Wien. Na? Der sitzt wahrscheinlich in Wien, ja. Nein, im Pustertal. Hm. Ja. Ah ja, aber da steht Gaioni Merano. Gaioni? Galloni. Galloni, das ist nicht Spanisch. Ja, Entschuldigung. Also so ein bisschen stimmt es doch, aber dann schreiben sie auch noch Frankfurter dazu. Mhm. Und Wiener, damit sie... Ja, das ist die Wien, das ist die Wiener und die Frankfurter auch verstehen. Damit dann das Richtige im Einkaufskorb landet. So. So, jetzt tue ich das mal. Wurst. Papaya. Jetzt machen wir dann noch ein paar Frühlingszwiebeln rein. Dann machen wir die Vinaigrette. Und dann haben wir es eigentlich. Koriander? Die Gurke, ja, Koriander sowieso. Und die Gurke schneide ich auch noch rein. Wir haben übrigens so einen total tollen Julien Schneider, weißt du das? Nee. Ja, warum eigentlich nicht? Wie soll ich die jetzt schneiden? Du meinst mich, oder? Ja, nee. So ein Gerät. So ein du meinst mich? Herzlich willkommen, das ist der Julien Schneider 2000. Das Julien Schneider Gerät bin ich. Schneidet Gurken, Julien, Kartoffeln, Karotten, alles. Perfekt. Kann man mieten, kann man nicht kaufen. Würdest du beim klassischen Wurstsalat Käse mit reintun oder ist das der Schweizer Wurstsalat? Der Schweizer Wurstsalat. Okay. Deswegen heißt es ja auch Schweizer Wurstsalat. Wie heißt, du bist ja aus Bayern. Was würdest du jetzt im klassischen bayerischen Wurstsalat alles reintun? Ja, also Wurst, Zwiebeln, Gurken. Und Essiggurken, oder? Ja. Fertig aus Mickey Mouse. Das war's. Mhm. Und abschmecken? Entschuldigung. Sitzt der Erdnuss quer. Ja, Essig, Öl und so, Salz und so. Senf? Nö. Senf, nee. Geht? Sprich. Die Thailänder würden die ja ein bisschen frittieren jetzt, ihre thailändischen Schalotten, und würden die dann auch noch drüber streuen. Das, ich gebe es jetzt roh rein. Ja, du machst ja heute sowieso Freestyle. Ja, ich mache doch immer Freestyle. Ich werde jetzt. Ist das jetzt Fusion-Küche? Also, ich würde sagen, mehr Fusion geht nicht, ja. Nicht, ja. Aber ich sage immer, Leute, bleibt offen. Je offener ihr seid, je offener, dass ihr kocht, desto schöner ist das Kochen. Schränkt euch nicht ein. Nee. Von dem gerösteten Knoblauch? Das ist praktisch, da muss man die Zwiebeln nicht rösten. Da muss man sie nicht mehr rösten, ja. Dann gebe ich jetzt tue ich hier Dings, Limettenblätter. Ich hacke das jetzt alles so zusammen, ja. Ingwer. Ich noch mal in der Vinaigrette jetzt vorher rein, damit sich das ein bisschen... Bitte? Ja, weil die sind ja jetzt sehr trocken. Ja, ja, die tue ich danach. Wir sehen, tue ich jetzt ein bisschen Öl drüber, dass immer nicht alle irgendwo hinspringen. Das ist relativ viel Ingwer, hm? Ja, du, da muss jetzt Schälst schon... Schälst du den noch nicht? Da muss jetzt schon ein bisschen Thailand rein, weißt du? Ich würde das ja aufmixen jetzt. Ja, aber die Menge ist jetzt so klein. Was ich machen würde, wenn, dann würde ich es mörsern. Ah. Aber
Ja, aber es kommt ja auch noch Flüssigkeit dazu, das kann man doch dann aufmixen. Ja, aber das ist, da bin ich jetzt da Sheriff und sage einfach, wenn ich das mixe, ja, dann. Wisst ihr was? Ja, dann wird es warm und das taugt mir alles nicht so. Wieso? Und solange ich gesunde Hände habe, werde ich jetzt so eine kleine Menge auch nicht aufmixen. Weil, was habe ich für einen Mixer, dass der sowas Kleines auftermixt? Weißt du, wenn ich jetzt eine Handvoll habe, ja, aber das bleibt mir ja alles an den Rändern der Mixerwand hängen. Und was ist denn dabei, wenn ich das jetzt einfach schnell zusammenhack? Ja, gut, ich muss ja immer mal wieder provokativ fragen, damit wir hier alle mehr erfahren und lernen. Die Korianderstiele tue ich auch noch dazu gleich. Da riechst du jetzt schon Thailand. Hast du es? Na, das kommt irgendwie nicht rüber heute. Da? Ja, weißt du, jetzt kommt noch die Fischsoße. Ja. Dann hast du es. Ja, wenn wir jetzt auch nicht in Urlaub fahren können und so, dann holen wir uns doch die anderen Länder in den Wurstsalat. Genau. Wir können ja noch verschiedene Länder in den Wurstsalat reinholen. Wie wär's denn mit Mexiko? Oder Peru, ich wollte doch ewig schon nach Peru. Kann man mal einen peruanischen machen? Machen wir morgen einen mexikanischen Sauerbraten, oder? Ja. Genau. Und übermorgen machen wir Lima Sowjetenknödel. Fischsoße. Nicht die Wichtig Teil. Ist, dass man bei der Fischsoße auch hinten den kleinen Finger immer so ganz elegant wegstreckt. Das ist ganz wichtig, das macht gleich einen ganz anderen Geschmack da. Ist viel feiner dann. Schlimmer als die Ruth Moschner zum Teil, echt. Die war ja nicht schlimm, die ist ja lieb. Ja. So, Limette. Die Sojasauce gebe ich auch noch dazu. Und dann gebe ich noch einen Palmzucker dazu. Weil es ist wie immer in der Thai-Küche die Süße, die Schärfe, die Säure, das Salzige. Die vier Geschmacksrichtungen, die immer die Harmonie in der Thai-Küche wiedergeben. Palmsugar. Ah, das ist ja doch einiges. Hätte ich jetzt weniger vermutet. Und gleich noch einmal, jawohl. Extra. Extra, rein damit. Sojasauce rein. Oh, jetzt riecht es übrigens. Jetzt kamst du bis zu mir rüber. Jetzt lasse ich das probieren, dann wird es gleich sagen, oh, ist das lecker. Ja, das ist ja sowieso voll mein Essen. Oh, cool. Oh. Gut, tschüss, liebe Leute. Ah ja, Erdnüsse habe ich auch noch. Jetzt noch mal verschlucken. Meistens gut. Ich glaube, jetzt tue ich noch. Ja, das ist toll. So, ein paar Koriander rein, weil kann ja nicht genug sein, gell? Mm-mm. Erdnüsse. Nochmal ein bisschen Palmzucker. Also nicht sparen. Nee, da kannst du dich immer wieder nach oben arbeiten. Es ist immer. Zuckern. Dann kannst du wieder Zucker, dann kannst du wieder Säure, dann kannst du wieder Salziges. Du dann in so einem Liter beieinander hast. Weil du hast mit der Gurke und mit der Papaya hast du zwei Hauptdarsteller da drinnen, die ziemlich neutral sind.
Und denen muss schon ein bisschen Power geben. So, Schatzi. Jawohl. Bist du einverstanden damit, dass ich mit den Händen das umrühre? Immer. Ich habe gestern Maniküre gemacht. Ja, ja. Wieso muss ich da jetzt ein Einverständnis dafür geben? Ja, weil du die Einzige bist, die was hier was zu sagen hat. Ach so. Weil ich bin hier nur. Meckerlieseln unterwegs sind, meinst du? Genau. Du bist ja die Einzige, die das jetzt essen wird. Also die Meckerlieseln, die was wieder sich beschweren, dass ich die Hände verwende, die werden ja sowieso nicht das Ding zu essen jetzt bekommen. Geil, oder? Meditatives Umrühren mit Herrn Tretten. So, du bekommst jetzt gleich den ersten. Ich finde, du kannst mir das gleich direkt so raustun auf den Tellerle. Mach ich. Wollte jetzt gerade keine Schale machen. Ja, nee, muss nicht so klein sein. Verstehe gar nicht, wieso es bis jetzt nur einen Schweizer und einen bayerischen Wurstsalat gegeben hat. Ich glaube, der thailändische Wurstsalat wird ab jetzt genauso ein Klassiker in der Küche werden. Geil, beim oder? Papaya, beim Papaya, beim klassischen Papaya, beim thailändischen Papayasalat mit der grünen Papaya, was ist denn da noch drinnen? Das sind doch normalerweise so frittierte Shrimps drinnen, oder? Ja, stimmt. Das sind nicht frittierte, die sind getrocknet. Ah, getrocknet. Ja. So, komm. Na, bin schon fertig. Ich komme, ich nehme das jetzt mit. Nein, du musst das jetzt essen. Ja, esse ich ja auch. Zeig dich her. No, morgen. Du bist wunderschön. Nein, halt nicht. Zeig dich her. No, ja. Das hast du jetzt nicht gemacht. Du bist echt. Du kannst, ich mag jetzt nicht. Gib her. Ja. Du bist immer so nervig mit so Riesendingern. Ja. Super. Toll, gell? Mhm. So, liebe offene Menschen, liebe Rinderrouladen-Scheriffe, Friede sei mit euch. Guten Appetit. Mahlzeit.